Hallo! Dass ich heute mit dem Auto unterwegs bin, das hat einen ganz besonderen Grund. Die Maus hat nämlich Post bekommen. Von Lucy. Ihre Schwester hat gesehen, wie ein Rollstuhlfahrer in ein Auto gestiegen ist. Und jetzt fragt sie sich, wie kann ein Rollstuhlfahrer denn Auto fahren? Dazu braucht man doch seine Beine. Also, wie funktioniert das? Um diese Frage zu beantworten, habe ich mich in Wassenberg mit Carsten verabredet. Hi Carsten! Hallo Sian! Schön, dass du Zeit für mich hast. Immer doch. Ist es okay, wenn ich dich frage, warum du im Rollstuhl sitzt? Ja, sicher. Also, das ist mit 19 passiert. Ich hatte einen Schlaganfall im Rückenmark. Das heißt, ich bin ab Lendenwirbel 1, also ab Bauchnabel, abwärts gelähmt, das ist ab hier, und kann halt dementsprechend meine Beine und Füße und so nicht mehr bewegen. Aber du fährst als Rollstuhlfahrer auch Auto. Sicher, Oberkörper, Hände sind gesund. Wie schaffst du es, ins Auto einzusteigen, wenn du im Rollstuhl sitzt? Kann ich dir direkt zeigen, mein Wagen steht direkt hier vorne. Ja. Das gucke ich mir jetzt mal genau an. Als erstes klappt Carsten ein Brett an der Seite des Fahrersitzes heraus. Und dann hebt er sich aus dem Rollstuhl auf das Brett. Passenderweise heißt dieses Brett Rutschbrett. Vom Brett rutscht er weiter rüber auf den Fahrersitz. Bleibt noch der Rollstuhl. Das Sitzkissen nimmt Carsten raus und legt es auf den Rücksitz. Dann entfernt er die Fußstützen. Anschließend klappt er den Rollstuhl zusammen. So, jetzt muss man eben ein Stück beiseite gehen. Ja. Mit dem Knopf öffnet Carsten die hintere Schiebetüre. Ah, statt des Rücksitzes ist eine lange Schiene eingebaut worden. Die fährt jetzt heraus und daran befestigt er den Rollstuhl. So kann Carsten den Rollstuhl ganz alleine ins Auto einladen und braucht keinen Helfer. Der Rollstuhl wird automatisch ins Auto gezogen. Die Tür schließt sich am Ende wieder von selbst. Jetzt muss Carsten sich noch zurechtsetzen und dann kann er starten. Wenn ich ein Auto starte, trete ich mit dem linken Fuß die Kupplung. Lege den Gang ein und gebe mit dem rechten Fuß Gas. Gebremst wird auch mit dem rechten Fuß. Dafür trete ich das mittlere Pedal und der Wagen hält. Carsten kann seine Füße nicht bewegen und damit auch kein Pedal treten. Diese Platte wurde eingebaut, damit seine Füße nicht aus Versehen unter die Pedale rutschen. Carsten, wenn du deine Beine jetzt nicht bewegen kannst, wie machst du das hier in dem Auto mit den Pedalen? Wie bedienst du jetzt Kupplung, Gas oder Bremse? Das ist ein Automatikfahrzeug. Dementsprechend ist kein Kupplungspedal da, also brauche ich den linken Fuß nicht zum Kuppeln. Gas geben und Bremsen mache ich hier über das Gerät. Das ist ein Handgerät. Und wie das funktioniert, das zeigt mir Carsten jetzt. Drückt er es nach vorne, bremst sein Wagen. Wenn er daran zieht, gibt er Gas. Das heißt, hier dieser Knüppel, dieses Handgerät, ersetzt dann quasi dein rechtes Bein. Genau, das ersetzt komplett mein rechtes Bein. Carsten fährt mit mir zu der Werkstatt, die das Auto für ihn umgebaut hat. Dort kann ich mir genau ansehen, wie das Handgerät funktioniert. Hi! Christian! Ich bin Sian, hi! Kannst du mir mal zeigen, wie das Gerät funktioniert, mit dem der Carsten Gas gibt und auch bremst beim Fahren? Ja, klar. Hi. Hi. Als erstes nimmt Christian das Blech weg, das die Pedale versperrt. Vom Handgerät gehen zwei Stangen zu den Pedalen. Wenn das Gerät gedrückt wird, dann drückt die eine Stange das Bremspedal. Zieht man am Handgerät, dann drückt die andere Stange auf das Gaspedal. Carsten, wenn deine rechte Hand jetzt die ganze Zeit auf dem Gerät ist, weil du so Gas gibst und bremst, was machst du, wenn du jetzt die Scheibenwischer zum Beispiel anmachen willst? Die Scheibenwischer mache ich hier mit dem Knauf an und aus. Und am besten ist es, wenn du mal reinspringst, dann zeige ich dir während der Fahrt. Das, was ich mit zwei Händen mache, macht Carsten alles mit seiner linken Hand. Am Lenkrad ist ein Knauf angebracht, den Carsten beim Lenken festhält. Er dreht daran das Lenkrad. Aber nicht nur das. Weil er alles mit einer Hand machen muss, sind an dem Knauf auch noch Blinker, Scheibenwischer, Fernlicht und die Hupe. Alles gleichzeitig nur mit den Händen bedienen ist ziemlich kompliziert.
Und tatsächlich muss jeder, der sein Auto umgebaut bekommt, erstmal üben. Und zwar in einem ganz speziellen Fahrschulauto. Das gibt's hier auch und das darf ich jetzt mal ausprobieren. Natürlich nur hier auf dem Übungsplatz und in Begleitung von Herrn Sodermanns, dem Chef der Werkstatt. Hallo. Hallo, CM. Hallo, Frank Sodermanns. Hi. Okay, los geht's. Herr Sodermanns erklärt mir kurz, wie alles funktioniert. So, und jetzt ist zu beachten, sobald du jetzt die Bremse löst, fahren wir sofort los. Okay. Den Hebel nach vorne drücken. Okay. Und nochmal stehen bleiben. Wie? Ah. Ja, genau. Das war aber schon gut. Jetzt machst du das bitte nochmal. Losfahren. Dann kommt die erste Kurve. Ja. Da fahren nochmal schön. Wow, 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 wow. Ja. Mann, der beschleunigt aber ganz schön. Ja, und zackig. Die erste links. Hier. Ja, und du hast eigentlich mit Blinken haben wir ja. Blinken machen wir später. Ah, okay. Erstmal muss ich hier fahren lernen. Nochmal konzentrieren. Hier, nach rechts. Ganz genau. Okay. So langsam gewöhne ich mich ans Fahren mit dem Knauf. Und sogar ans Blinken. Ja, so. Nur sanftes Bremsen muss ich noch ein bisschen üben. Das verwirrt mich aber auch wirklich, dass ich alles mit den Händen mache. Und ich habe größten Respekt vor Carsten, dass er das alles so koordinieren kann und das alles im Blick hat. Jedes umgebaute Auto ist anders. Im Fahrschulauto kann man zum Beispiel an einem Knopf ziehen, um die Sonnenblende mit einem Motor zu bedienen. Denn nicht jeder kommt mit seinen Händen da oben dran. Auch Carstens Wagen hat so eine Besonderheit. Wenn er mal was transportieren will, macht er den Kofferraum auf und lädt die Sachen ein. Also Carsten, ich mach den Kofferraum jetzt einfach so zu. Das kann ich ja nicht. Da komme ich ja nicht dran. Deswegen ist hier eine Gurtrolle und hier kann ich mir den Deckel einfach runterziehen und den Kofferraum dann selber schließen. Was bedeutet das denn für dich, dass du als Rollstuhlfahrer Auto fahren kannst? Das bedeutet erstens Freiheit und zweitens, man muss nicht jedes Mal fragen, wenn man irgendwo hin muss. Also wirklich dieses Freiheitsgefühl, das ist unbezahlbar. Und wie war das Gefühl, als du das erste Mal wieder im Auto saßt? Im Auto war ich nur am Lächeln und am Grinsen und bin es heute noch, wenn ich dran denke, weil es echt ein geiles Gefühl ist. Carsten bringt mich zurück zum Wagen. Und ich habe verstanden, dass das Auto für Carsten viel mehr ist als nur ein Auto. Er ist damit unabhängig und muss keinen um Hilfe bitten. Tschö, Carsten. Tschüss, Carsten. Tschüss, Sie.